Der Trassler Community Day oder auch einer der interessantesten für mich bisher, denn ich habe ihn nicht zu Hause gespielt, sondern in einer völlig ungewohnten Umgebung. Ich befinde mich nämlich gerade hier in Griechenland, in meinem Hotelzimmer nehme ich dieses Video auf. Wieso, weshalb, warum? Dazu komme ich vielleicht gleich noch, aber mein Event war zwar das bisher schlechteste, welches ich hatte, muss ich sagen, weil natürlich Wien viel zu heftig ist mit Pokestops und Clusterspawns. Aber ich hatte dann doch noch mehr als richtig viel Glück. Die ersten 1,5 Stunden verliefen nicht so, boah, mein Sessel, auf dem ich hier sitze, nicht denken, ich mache hier seltsame Geräusche. Okay, also, die ersten 1,5 Stunden liefen nicht so gut, doch dann habe ich sogar noch ein 100er bekommen. Wir hatten die ganze Zeit Wetterboost, windig nämlich, das war ein Vorteil. Ich hatte zwar weniger Trassler, dafür waren alle vom Wetter geboostet. Jedoch das 100er gar nicht in der Wildnis gefangen, sondern aus Eiern ausgebrütet. Es hieß eigentlich, Trassler kommt vermehrt aus Eiern vor. Doch was tatsächlich passiert ist, und eigentlich finde ich das nicht gut, aber ich habe dadurch ein 100er bekommen. Es war jedes Ei ein 10-Kilometer-Ei und in jedem Ei waren Trassler drin. Und nur so habe ich mein 100er bekommen, denn ich habe es ausgebrütet. 308 WP, ich wusste es am Anfang gar nicht, habe danach am Ende 4 Sterne eingegeben und gesehen, hä? Das aus dem Ei war ein 100er. Genau, ich habe, glaube ich, 3 komplette Ladungen an Trassler ausgebrütet. Ich habe immer gewartet, bis ich alle Eier im Beutel habe, dass ich die gleichzeitig ausbrüten kann. Und der Vorteil ist hierbei natürlich, dass die immer gute IV haben und wenn sie im 10er-Ei sind, mit 1/4 Brutdistanz, und dann noch eine Superbrutmaschine, musste man nicht viel rumlaufen, hat man richtig viele Bonbons und auch Sternenstaub bekommen. Ja, also das hat dann doch noch gepasst, aber im Allgemeinen, weil ich muss vielleicht noch ein bisschen über diese Idee nachdenken und das Ganze sickern lassen, aber eigentlich finde ich beim Community Day, da geht es ums Fangen und nicht unbedingt um Trassler Raids. Ich muss auch sagen, ich glaube 4 Arenen habe ich in der Umgebung gesehen, die ich bei in der Nähe hätte. Kein einziger Trassler Raid in den 3 Stunden. Also, ich meine, wer, ja, die Sache ist, ich glaube, so wie Pokémon Go momentan programmiert ist, könnten sie nicht mal die Chance auf ein Shiny erhöhen, zum Beispiel aus einem Raid oder aus Eiern, denn die dürfte, wenn ich da richtig informiert bin, und das habe ich mehrmals auch auf Reddit und so weiter gelesen und auch selbst im Prinzip fällt mir das auf, wenn zum Beispiel eine Shiny-Chance für Sichlor etwas erhöht ist, dann ist es die im Raid, in der Wildnis, aus Eiern gleichermaßen. Die können nicht sagen, okay, aus Eiern jetzt 1:25 und von dort 1:50 und aus Raids dann 1:450 oder was auch immer, sondern das dürfte dann im gesamten Spiel gleich verteilt sein. Aber das ist mal ein anderes Thema. Ich habe auf jeden Fall einen 100er gebrütet und es war dann sogar noch männlich. Da war ich dann echt am Überlegen, männlich könnte man auch zu Galagladi machen, das wäre die Chance, weil wenn man ein Galagladi unbedingt haben möchte, hat man nur eine 50% Chance, wenn es ein 100er ist, sage ich jetzt einfach mal, weil die Geschlechter sind bei Trassler gleich verteilt. Aber, boah, die Wände hier sind echt dünn wie Papier. Es tut mir leid, man hört hier jede kleinste Kleinigkeit von meinen Nachbarn. Ich hoffe, die sagen nichts Schmutziges auf Griechisch. Oh, obwohl, in einem Hotel Griechen, ja, Schilling mal wieder logischer mitdenken. Auf jeden Fall habe ich mich dann doch für Gardevoir entschieden, denn ich bin nicht so der PvP-Spieler, für PvP ist Galagladi eventuell die bessere Wahl und ansonsten 2 Psycho-Attacken, Synchro-Lärm, habe ich mir dann doch mit dem 100er das Gardevoir gegönnt. Hätte vielleicht der ein oder andere anders gemacht, ich hätte mir im Nachhinein betrachtet, das wäre besser gewesen, wenn es weiblich gewesen wäre und ich hätte erst die Wahl gar nicht gehabt. Jetzt denke ich mir immer so, vielleicht hätte ich doch ein Galagladi draus machen sollen. Egal, ich habe auf jeden Fall in diesem Event nur 4 schillernde Trassler bekommen, die ersten 1,5 Stunden 0, wirklich 0 und danach kamen zum Glück noch 4. Ich dachte schon am Anfang, die haben irgendetwas mit der Shiny-Chance verhunzt und wollte dann frohen Mutes auf Twitter und Facebook schauen und Reddit, ob da irgendjemand gepostet hat, so in der Art, dass ich nicht alleine bin und jeder keine Shinies bekommt, aber nein, das war einfach nur Pech und natürlich, ich hatte in diesen 1,5 Stunden nicht so viele, bei weitem nicht so viele Trassler wie bei mir zu Hause in Wien, aber 0 war dann doch etwas seltsam, denn ich habe da schon mehr als 100 gefangen gehabt in dieser Zeit. Egal, ein paar andere Spieler habe ich gesehen,
ein paar Griechen und Touristen, die da rumgelaufen sind und auch Pokémon Go gespielt haben. Was ich aber jetzt mal zeigen möchte, wirklich krass, wie unterschiedlich das sein kann. Also in Griechenland, da wo ich eben gezockt habe. Weiße Häuser, eines nach dem anderen, aneinandergereiht wie Lego-Blöcke, zwischen den Häusern ganz schmale und dünne und enge Gassen. Ach so, genau, ich habe auch einiges gefilmt in den 3 Stunden, das heißt, ich war nicht so wirklich am Schwitzen. Okay, am Schwitzen war ich schon, aber so, wie man das eben sagt, am Schwitzen für ganz viele Shinies. Sondern ich habe es einfach gemütlich hier gezockt, das Event. Und keine Autos, ab und zu so kleine Motorräder, die irgendwas liefern, dass die eben durch die Gassen kommen. Aber ein normales Auto würde da gar nicht durchpassen. Und ich muss sagen, also so habe ich einen Community Day auch noch nicht gespielt. Ich habe mich da ein bisschen umgesehen, immer bergauf, bergab. Dann noch recht weit oben war ein kleiner Spawn, den ich abgegriffen habe. Und unterm Strich habe ich mir dann doch eine Route rausgesucht mit 5 Lokmodulen. War nicht das allerbeste, aber ich habe ein paar Trassler dadurch bekommen können. Das Ganze war relativ spontan und ich hatte dann gar nicht so viel Zeit, mir eine Strategie zu überlegen oder eine Taktik, einen Schlachtplan. Angekommen bin ich relativ spät in Griechenland bei meinem Hotel, als ich dann gemerkt habe, oh mein Gott, hier gibt's ja gar nichts. Und dann dachte ich mir, nein, ich habe am Weg hierher im Bus was gesehen, da muss ich einfach wieder hinfahren, habe mir schnell ein Taxi geschnappt und bin dann kurz vor knapp 5 Minuten vor Beginn des Events dort angekommen. Und dann habe ich noch kurz überlegt, welche Lokmodule zünden wir da jetzt? Die normalen, die nur 10 pro halber Stunde geben, also dann umgerechnet 60 Pokémon in den 3 Stunden. Oder die besseren, die Moos-, Gletscher- und Magnetmodule mit 120 Pokémon. Aber ich habe das schon in dem Video auch erwähnt, wo ich die Lokmodule genauer unter die Spieletrendlupe genommen habe. Es kommt zwar die doppelte Menge an Pokémon, dafür ist jedes Pokémon nur 1,5 Minuten da. Und bei den neuen Modulen kommen dann so in etwa 10 von einem normalen Lokmodul und 10 von einer fest ausgewählten Pokémon-Art, also Pokémon-Spezies. Beim Moos-Modul zum Beispiel kommt dann häufig ein Bibor, ein Smetbo, ein Kikugi und solche Geschichten. Und daneben 10 andere Pokémon, die auch zu einem großen Teil Trassler sind in den 3 Stunden. Und dann dachte ich mir, wenn ich da rumlaufe und dann komme ich vorbei und habe häufig einen Bibor und einen Smetbo und keine Ahnung. Nein, ich nehme die anderen, dann kommen zwar weniger Pokémon, aber der Rest kann mir sowieso egal sein, den bekomme ich ja überall. Dann habe ich zumindest eine höhere Chance, dass in diesen 3 Minuten, wo ich da gerade vorbeischaue, von dem Spawn, dass davon ein Trassler dabei ist. Das war dann mein Gedanke und ich denke mal, das hat schon gepasst. Dadurch habe ich dann knapp 160 Trassler gefangen. Also so wenig hatte ich, glaube ich, noch nie. In Wien sind es immer so 400 bis 500 vom Community Day Pokémon. Und von 160 4 Shiny ist eigentlich auch ein eher schlechter Schnitt. Aber immerhin, also hat gepasst. Ich habe dann noch jedes einmal entwickelt. Also nicht jedes meiner 4 Trassler, sondern einmal zu Galagladi komplett durch, einmal zu Gardevoir durch. Eins könnte ich in Trassler belassen und eines in Kirlia. Dann habe ich zumindest den Living Pokédex. Ja, so habe ich das gemacht. Und ansonsten, ja, als ich das dann mit den Eiern genauer wirklich festgestellt habe, man hat zwar im Internet schon ein bisschen was gelesen, weil das ja in den anderen Regionen der Welt auch schon so war, die ein paar Stunden früher damit beginnen. Aber ich habe gar nicht gesehen, dass das in Wahrheit doch wirklich overpowered ist. Also man hat dadurch so viele Bonbons bekommen in Kombination mit einem Viertel Brütdistanz. Also wie gesagt, es ist overpowered, aber auch nur, weil ich mir gekaufte Brutmaschinen hole. Und im Allgemeinen, also ich bin mir sicher, ein Großteil meiner Zuseher, die sich nichts kaufen, die hatten davon relativ wenig. Oder ein anderer Teil, die eher auf andere Pokémon gehofft hatten, Kaumalat, wie schon erwähnt und so weiter, die hatten dann nur Trassler und dachten sich vielleicht, hä? Ich habe doch sowieso hunderte Trassler in der Wildnis, warum brüte ich die jetzt auch noch mit dem Brütbonus? Aber wie gesagt, bessere IV, ich habe dadurch das 100er bekommen und viele Bonbons zum Entwickeln. Mein 100er Gardevoir mit Synchrolärm werde ich definitiv hochpushen, davon könnt ihr ausgehen. Ich weiß, ich habe diesen Max Out Monday verpasst wegen hier Urlaub und Reise, das habe ich nicht so ganz bedacht. Aber keine Sorge, Videos werden weiterhin kommen mit Gameplay, entweder was ich noch aus Wien aufgenommen habe oder was ich besser fände, wenn ich hier in Griechenland auch ein paar nette Szenen noch finden kann. Hier gibt es zum Beispiel Tropius, ein regionales Pokémon. Das habe ich zwar schon durch die Safari-Zone in Yokosuka damals, also vor einem Jahr,
da war das regionale Pokémon dort. Habe ich einige davon abgestaubt, aber davon sind nun schon auch einige wieder vertauscht worden. Und da werde ich versuchen, ein paar mit nach Wien zu nehmen. Ansonsten, das war wirklich der erste Community Day, den ich, sagen wir mal, im Hashtag Dorfleben gespielt habe. Beziehungsweise dort, wo ich war, war es dann eigentlich sowieso gut. Aber ich muss sagen, ich fühle mit euch. Also, das ist wirklich heftig und dann wirkt es schon fast arrogant, wenn ich immer meine 20, 25 Shinies im Video zeige. Mit den schönen Pokestops, die wir in Wien haben und so weiter. Tut mir echt leid, aber ich meine, ich kann dafür nichts. Wenn ich es ändern könnte, würde ich es auch ändern. Und überall viel einfügen. Viele Pokestops, viele Pokémon. Ich müsste mal in Harry Potter Wizards Unite reinschauen in Griechenland, muss ich sagen. Denn dort gibt es viel mehr von diesen Spuren, also dasselbe wie Pokémon. Sagen wir mal, man hat einen Cluster Spawn in Pokémon Go und da sind 5, 6, 7 Pokémon. Dann schaue ich so bei meiner Freundin rüber aufs Handy. Die hat dort 20 von diesen Dingern und kommt sowieso nicht hinterher mit dem Zaubern. Die könnten mit einem Fingerschnippen in Pokémon Go auch viel mehr Pokémon einführen. Aber ja, das will man offenbar nicht. Okay, also Fazit. In Griechenland. Ich hatte echt, als ich gesehen habe, einen Pokéstop. Ich dachte, oh mein Gott, was kann ich da für ein Video abliefern? Ich liebe immer meine Community Day Videos und dann kommt sowas. Aber unterm Strich ist es dann doch noch sehr gut geworden. Habe sogar ein paar Team Go Rocket Pokestops mitgenommen. Boah, dieser Stuhl hier. Da, ja, okay. Also, habe noch ein paar Go Rocket Pokestops mitgenommen in der Hoffnung auf ein Krypto-Trassel, obwohl man schon wusste eigentlich, es wird sowieso nicht kommen. Aber so nebenbei, wie man sieht, ich bin es echt gemütlich angegangen, habe Dinge gemacht, die man nicht hätte machen sollen in diesen 3 Stunden, weil Team Go Rocket eigentlich, das kann man immer machen. Da muss man nicht seine Zeit damit verschwenden, während draußen gerade Trassler wie verrückt auftaucht. Mit einer ganz hohen Shiny-Chance. Ja, und das mit den Eiern, da bin ich gespannt, ob das was Einmaliges war, ob das bleiben wird. Ja gut, aber für jetzt würde ich mal sagen, soll es das mit dieser Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, es geht einfach, beim nächsten Mal weiter.